Hallo liebe Rasenfreunde, der Sommer ist da, Wetter ist super, jetzt beginnt natürlich die Urlaubssaison, aber jetzt haben wir alle das gleiche Problem. Wer gießt unsere Pflanzen und unseren Rasen, wenn wir im Urlaub sind? Und da gibt es eine tolle Lösung. Ein Bewässerungscomputer von Rainpoint. Was dieser Rainpoint Bewässerungscomputer alles Besonderes kann, zeige ich euch jetzt. Ja, warum habe ich mich für diesen Bewässerungscomputer von Rainpoint entschieden? Ganz einfach, es war einfach Preis-Leistung her das Beste. Und was daran eigentlich so gut ist, und zeige ich euch jetzt. Also einmal ist hier ganz normal der Bewässerungscomputer drin, der funktioniert über Bluetooth. Das bedeutet, ihr könnt von eurem Smartphone das ganz normal verbinden per Bluetooth mit dem Gerät und könnt natürlich eure Bewässerungsuhr einstellen, manuell einschalten. Der Nachteil ist, ihr müsst in der Nähe sein. Das heißt, ihr müsst in Bluetooth Nähe sein mit eurem Smartphone, und Bluetooth-Verbindung ist immer zwischen 5 und 10 Meter. Und der Vorteil dieses Paketes ist dieses Teil hier, so einen genannten Hub. Das bedeutet WLAN oder Wi-Fi-Hub auch genannt. Das heißt, ihr steckt das in die Steckdose. Der Vorteil ist, ihr verliert auch keine Steckdosenplatz, weil ihr hier noch einen Stecker habt. Und ihr verbindet dieses Gerät hier mit eurem WLAN, und dann wird dieses Gerät mit diesem Bewässerungscomputer verbunden. Und dann ist der Vorteil, ihr könnt eure Zeitschaltuhr von überall auf der Welt steuern, weil ihr übers Internet ganz normal in euer WLAN reingeht und dann ganz normal seht, ob der an ist. Ihr könnt ihn anschalten, ausschalten, ihr könnt Zeiten vorgeben. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach und bequem. Ja, und wie man dieses Gerät bedient und verbindet, das zeige ich euch jetzt. Ja, als erstes natürlich ganz wichtig, müsst ihr euch die Rainpoint App herunterladen für euer Smartphone oder euer Tablet. Diese findet ihr in eurem entsprechenden Store, Google Play Store oder Apple Store. Anschließend natürlich wichtig, hier 4 AA-Batterien Vorder- und Rückseite hineingeben. Und anschließend ganz wichtig, auf diesem Hubgerät, den müsst ihr, bis er richtig anfängt zu blinken, ca. 10 Sekunden gedrückt halten. Ihr seht, er blinkt. Jetzt ist er bereit zum Verbinden mit eurer App. Jetzt wechseln wir mal in die App und dann zeige ich euch, wie wir das Ganze verbinden. Ja, jetzt sind wir in der App. Und als erstes gehen wir natürlich auf Gerät hinzufügen. Auf dem zweiten Tab Smart Irrigation wählt ihr dann den Irrigation Hub aus. Anschließend zeigt euch, dass euer Irrigation Hub bereit ist zum Verbinden. Und jetzt wählt ihr natürlich euer WLAN aus. Gebt euer Passwort noch ein und dann wird das Ganze mit eurem WLAN und mit der App verbunden. Es dauert ein paar Sekunden, ab 30% geht es wirklich sehr schnell. Ja, und das war es eigentlich schon. Euer Irrigation Hub ist verbunden, jetzt klickt ihr auf Fertigstellen, gelangt dann gleich ins Menü, damit ihr euer Bewässerungssystem jetzt habt, verbinden könnt mit eurem Irrigation Hub, eurem WLAN. Es wird euch angezeigt, ihr wählt es aus und anschließend zeigt euch jetzt das nächste Bild auch, dass euer Bewässerungssystem ist, durch dieses Blinken, bereit zum Verbinden. Sobald ihr auf nächster Schritt geht, wird das Ganze mit eurem WLAN und eurer App verbunden. Das funktioniert auch wirklich sehr schnell, die Verbindung. Ja, und schon war es das Ganze. Eure zwei Geräte werden angezeigt. Jetzt seid ihr im Hauptmenü. Ihr könnt auch, wie ich in meinem Fall, auch die Geräte entsprechende Namen geben, wie ich jetzt Garten das Ganze genannt habe, meinem Bewässerungssystem. Und sobald ihr auf den Garten jetzt draufklickt, gelangt ihr in das Menü.
Das ist ganz schön. Ihr seht auch hier direkt den Wasserverbrauch, was ihr habt, was über dieses durch das Gerät durchläuft. Sobald ihr unten auf Bedienungsanleitung klickt, seid ihr in dem Modus manuelle Bedienung. Das heißt, wenn ihr manuell das Ganze einfach einschaltet, könnt ihr individuelle Zeiten hier angeben, wie lange soll das laufen. Von einer Minute bis 60 Minuten. Das ist genauso wie wenn ihr das Gerät manuell am Gerät auf einschaltet, ist das die Zeit, wie lange die Bewässerung dann läuft. Natürlich könnt ihr auch Zeitpläne einstellen. Ihr habt drei Zeitpläne. Wenn wir mal auf den Zeitplan A gehen, habt ihr hier die Möglichkeit, natürlich auch eure 24-Stunden-Zeit einzuschalten. Und jetzt könnt ihr eine Startzeit wählen. Wann soll die Bewässerung losgehen? Beispiel um 8 Uhr früh. An welchen Tagen? Montag, Dienstag, jeden Wochentag. Und dann natürlich gebt ihr noch fest die Dauer. Wie lange soll die Bewässerung aktiv sein? Stunden und Minuten. Und das war's auch schon. So, das Bewässerungssystem ist angeschlossen. Wir öffnen den Wasserhahn. Keine Angst, es passiert wirklich gar nichts. Wir schließen den Schlauch an. Und dann gibt es hier noch einen einfachen Aktivierungsknopf. Ich hatte euch ja in der App erklärt, für die manuelle Bewässerung könnt ihr individuelle Zeiten einstellen, von einer Minute bis zu einer Stunde. Und dann drückt ihr nur noch diesen Knopf und schon läuft das Wasser. Wenn ihr ihn wieder betätigt, ist es deaktiviert oder ausgeschalten. Und so könnt ihr euer Wasserhahn immer offen lassen. Und der Vorteil ist, habt ihr ein Verteilergerät hier oben, wo zwei Hähne rauskommen, könnt ihr natürlich individuelle viele von diesen Geräten anschließen. Der Vorteil ist dadurch, wenn ihr natürlich mehrere Bewässerungszonen habt in eurem Garten, könnt ihr diese natürlich unterschiedlich bewässern. Das heißt zu unterschiedlichen Tageszeiten, weil ihr jede Zone mit so einem Rainbow-Bewässerungssystem individuell steuert. Ja, kommen wir nun zum Fazit meines Tests. Ich habe das Gerät jetzt 2 Wochen lang getestet und muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden, hatte keinerlei Ausfälle. Und noch ein Vorteil habe ich fast vergessen: Es gibt auch einen Bodensensor von Rainpoint zu kaufen. Diese könnt ihr auch mit eurem Wi-Fi-Hub verbinden und könnt dann in dieser App noch speziellere Einstellungen vornehmen, wenn der Boden zu trocken ist, dass automatisch sich das Ganze einschaltet. Ja, also ich bin wirklich sehr zufrieden, auch vom Preis-Leistung. Ich verlinke euch natürlich das Ganze in der Beschreibung. Könnt natürlich euch bestellen. Preislich war das Ganze bei 80 €, habe ich mir das von Amazon gekauft. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, vergesst nicht das Glöckchen, ganz wichtig, abonniert meinen Kanal und wenn ihr natürlich Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit mir in den Kommentaren schreiben und ich beantworte die natürlich sehr gerne. Also, macht's gut!